Wussten Sie, dass Sie schlagkräftig und effektiv beten können, ohne dass Ihre Gebete kompliziert sein müssen? Das und andere großartige Dinge sind heute unser Thema bei Das Leben genießen. Vater, wir danken dir, dass du heute bei uns bist und uns hilfst. Ich weiß nicht, wie viele Vorträge über den Mund die Menschen hier schon gehört haben, aber ich bete, dass dieser heute viel, viel tiefer geht als alle vorherigen. Dafür bete ich in Jesu Namen. Amen. Als ich mit dem Herrn auf diese kleine Reise ging, auf der ich gerade bin, las ich 3 Bücher über das Gebet. Der Grund, warum ich mich mit diesem Thema beschäftige, ist, weil ich mir wirklich wünsche, dass meine Gebete beantwortet werden. Ich weiß, dass man Glauben und Geduld braucht und auf die richtige Zeit warten muss und all das. Aber früher oder später müssen sie beantwortet werden. Stimmt's? In der Bibel gibt es einige wirklich unglaubliche Versprechen, was Gott für uns tun wird, wenn wir beten. Ich sah sie mir also an und beschloss, ganz ehrlich zu mir zu sein und zu sagen, okay, Gott, ich sehe, was da steht. Einige meiner Gebete wurden erhört, aber in manchen Bereichen habe ich einfach keinen Durchbruch. Also was ist los? Lasst uns zuerst einige dieser unglaublichen Versprechen ansehen. Johannes Kapitel 15, Vers 7 ist die erste Bibelstelle. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Sagt alle, was ihr wollt. Ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Leben mit Gott schon gehört habe, aber es erstaunt mich immer noch, dass Gott sagt, hey, wenn du in mir bleibst und meine Worte in dir bleiben, so wirst du bitten, was du willst, und es wird dir geschehen. Ich war schon einige Jahre gläubig, als ich begriff, dass es einen Haken an der Sache gab, etwas, was der Herr nicht so deutlich erklärte. Und das ist die Sache mit dem in ihm bleiben. Das bedeutet, in ihm zu leben und zu wohnen. Das bedeutet nicht nur, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Es bedeutet, dass er dein Leben ist. Wenn du so eine enge Verbindung zu ihm hast, solltest du sein Herz kennen und wissen, was du tun sollst und was nicht. Du solltest ihm so nah sein, dass du weißt, wofür du bitten sollst und wofür nicht. Wenn wir also nach dem Willen Gottes bitten, das meint diese Bibelstelle, dann können wir bitten, was wir wollen, und es wird geschehen. Lasst uns Vers 16 ansehen. Johannes 15, Vers 16. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe noch 6 Bibelstellen hier, die im Wesentlichen dasselbe sagen. Lasst uns noch eine lesen. Johannes 14, Vers 13. Johannes 14, Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Das bedeutet, wenn du im Namen Jesu bittest, repräsentierst du nicht, was du bist, sondern was Jesus ist. Gott sei Dank muss ich nicht im Namen von Joyce bitten, denn da käme ich nicht sehr weit. Deshalb bitte ich im Namen von Jesus. Und wenn wir eine richtige Beziehung haben, ändert das vieles. Wir lesen das nochmal. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Ihr seht, wenn wir unser Leben so leben, dass Gott durch Jesus für uns tun kann, was er wirklich tun will, und wenn wir seine Stellvertreter auf der Erde sind und das Leben führen, das er für uns hat, dann wird es zu einem Beispiel für die Güte Gottes.
Unser Leben sollte für Menschen, die nicht an Gott glauben, so attraktiv aussehen, dass sie sich danach sehnen, auch so eine Beziehung zu Gott zu haben. Ist euch das klar? Wir sind zu guten Werken geschaffen, wie es in Epheser 2, Vers 10 heißt. Er hat ein gutes Leben für uns vorbereitet. Das bedeutet nicht, dass wir keine Probleme haben, aber es bedeutet, dass wir durch Jesus ganz anders damit umgehen können. Wir können dieses Auferstehungsleben haben, wie die Bibel es nennt. Wir werden aus dem Durcheinander der Welt herausgehoben. Wir können immer noch lächeln, friedlich sein und gute Frucht hervorbringen. Und die Leute werden sagen, Mann, so will ich auch sein. Wir erfahren den Willen Gottes, indem wir beten und darum bitten. Als ich meine Andrew Murray-Bücher studierte und diese Bibelstellen las, sagte ich einfach, okay, Gott, für einige Dinge bete ich schon sehr, sehr lange. Einige davon betreffen andere Menschen. Ich glaube, es ist schwieriger, wenn man für andere betet, weil Gott sich dann auch mit ihrem Willen befassen muss. Dann geht es nicht nur um deinen Willen, sondern auch um ihren. Wenn ich für andere bete, muss ich deshalb manchmal etwas länger und gewissenhafter beten. Aber ich verlasse mich auf das, was ihr wollt, und ich weiß, dass es der Wille Gottes ist, was ich für diese Menschen bete. Ich weiß, sie haben einen freien Willen und sind vielleicht stur und sagen nein. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich ihr Herz. Vielleicht sind sie getäuscht, aber ich weiß, dass Gott da durchdringen kann. Ich bringe das alles einfach zu Gott und sage, okay, hier steht, was immer ihr wollt. Das fällt in die Kategorie von was immer ihr wollt. Das alles geht schon jahrelang. Nun lass uns darüber reden. Seht ihr, ich glaube, wenn es nicht funktioniert, müsst ihr vielleicht einfach ganz offen fragen, warum funktioniert es nicht? Ich höre nicht auf, mit Gott zu leben, wenn er mir keine Antwort gibt oder mir seine Antwort nicht gefällt, aber ich habe keine Angst, Gott Fragen zu stellen. Es ist erstaunlich, was Gott mich gelehrt hat, indem ich ihm einfach Fragen stellte. Er begann mit mir über meinen Mund zu verhandeln. Moment mal, Gott, wir reden über das Gebet. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das vor sich ging, aber Gott zeigte mir, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen einem erhörten Gebet und dem, was aus unserem Mund herauskommt, wenn wir nicht gerade beten. Lass das hier durchs Publikum fließen. Vielleicht sollte ich es noch mal sagen. Wir sind so geistlich, wenn wir beten. Wir sind so geistlich, wenn Darlene bei uns ist und wir Lobpreis machen. Aber ich sage euch was, und das meine ich nicht böse. Es interessiert mich nicht wirklich, was ihr hier drin tut. Und Gott auch nicht. Ihn interessiert, was ihr tut, wenn ihr geht. Wenn ihr herkommt und geistlich seid und dann wieder geht und nicht mehr geistlich seid, ist das heuchlerisch. Ja, es interessiert mich, was ihr hier drin tut, weil ich will, dass ihr etwas lernt. Aber hier üben wir nur. Es gibt schon zu lange diese Kluft zwischen unserem Reden und unserem Tun. Gott will nicht nur ein Lippenbekenntnis von uns. Wenn wir uns echt geistlich fühlen und singen, so groß ist der Herr. Es geht darum, was wir die restliche Zeit über tun. Es ist Zeit zu wachsen. Es gibt dieses Wochenende viele tolle Dinge zu sagen. Ich will mit Jesaja 58, Vers 9 beginnen. Das ist eine der ersten Stellen, wo von erhörtem Gebet
und von den Worten aus unserem Mund die Rede ist. Ich will euch den Zusammenhang zeigen. Wenn man seinen Mund unter Kontrolle bringen will, braucht man zwei Dinge. Man braucht viel Hilfe von Gott, denn kein Mensch kann seine Zunge im Zaum halten. Die Bibel sagt, sie ist ein ruheloses Übel, voller Gift, wie ein wildes Tier. Der Mensch kann jedes Tier zähmen, aber nicht die Zunge. Wir brauchen also mehr Kontrolle über unseren Mund. Das bedeutet, wir müssen das Richtige sagen und nicht das Falsche. Über das Leben, über andere Menschen, über uns selbst, die Vergangenheit, die Zukunft und in schwierigen Zeiten. Ich weiß nicht, ob wir wissen, wie viel wir reden. Und jedes Wort hat Macht. Worte haben Macht. In Sprüche 18 heißt es, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. In Matthäus 12 heißt es, wir sollen keine unnützen, bedeutungslosen Worte reden, weil wir am Tag des Gerichts für jedes unnütze Wort Rechenschaft abgeben müssen. Damit sage ich euch wahrscheinlich nichts, das ihr nicht schon in der Kirche oder in Vorträgen gehört habt. Aber es ist mir egal, wenn ihr es jetzt zum tausendsten Mal hört. Ich lebe bereits seit 32 Jahren mit Gott und ich weiß, dass ich von dem, was Gott über den Mund zu sagen hat, heute mehr verstehe als je zuvor, weil ich es ernster nehme. Es ist ganz egal, wie oft ihr etwas hört. Wenn ihr es nicht wirklich, wirklich, wirklich ernst nehmt, wird es euch nicht viel nützen. Wenn ihr also glaubt, dass das, was ich lehre, von Gott kommt und ihr mich als Bibellehrerin respektiert, dann will ich, dass ihr die Ohren spitzt, dass ihr jedes Wort aufnehmt und euch Notizen macht. Und ich will, dass ihr euch entschließt, das alles so lange immer wieder zu studieren, bis ihr es begriffen habt. Okay? In Jesaja 58 geht es um das Fasten. Es gibt viele Bereiche, in denen wir fasten können, an die wir gar nicht denken. Wenn man vom Fasten spricht, denken die meisten Menschen nur daran, eine Zeit lang nichts zu essen. Auch in der Bibel geht es beim Fasten oft ums Essen. Aber in diesem Kapitel spricht er zu einer Gruppe von Menschen, die zwar nichts aßen, aber immer noch sehr fleischlich und ungeistlich waren. Du kannst einen Monat lang nichts essen und trotzdem noch total fleischlich sein. Wenn du also lange fastest oder jeden Montag fastest oder was weiß ich, bedeutet das nicht, dass du geistlich bist. Besonders dann nicht, wenn du darüber redest. Manche von euch wissen, was ich meine. Aber er sagt in Jesaja 58, Vers 6, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Es gibt also ein Fasten, das mit unserem Verhalten zu tun hat und besagt, ich faste, indem ich diese Einstellung nicht mehr beibehalte oder nicht mehr egoistisch bin. Und wie ihr gleich sehen werdet, können wir sogar hinsichtlich unserer Worte fasten. Ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen, die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass ihr jedes Joch zerbrecht,
Nun, Vers 7, ich glaube, wenn ihr das tut, fastet ihr wirklich, besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst? Er sagt also, hallo Gemeinde, religiöse Leute, wie wäre es, wenn ihr jemand helft? Hä? Die Welt ist voller hungriger, elender, einsamer Menschen. Was ist mit den Witwen und Waisen? Mit den Menschen, die unter Brücken schlafen? Mit Menschen, die seit 20 Jahren im Pflegeheim sind und nie Besuch bekommen? Was ist mit all diesen armen Menschen? Er sagt, ich will, dass ihr diesen Menschen helft. Ah, hier kommt dein Versprechen. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung, deine Wiederherstellung und die Kraft eines neuen Lebens wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit und deine richtige Beziehung mit Gott wird vor dir herziehen und dich zu Frieden und Wohlstand führen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Wenn ihr also anderen Menschen helft, geht Gott nicht nur vor euch her, sondern ist auch eure Nachhut. Halleluja! Ihr müsst mir nicht darauf antworten, aber was tut ihr, um das Leben eines anderen besser zu machen? Ich denke, diese Frage sollte sich ein Christ jeden Tag stellen. Ich habe euch nicht gefragt, wie oft ihr pro Woche in die Kirche geht. Ich sagte, was tut ihr, ihr persönlich, um jemandem zu helfen, dem es schlecht geht? Oder seid ihr nur damit beschäftigt, euren Durchbruch zu erzielen, tiefer in den Glauben zu kommen? Schreibt euch zu Hause auf einen Zettel, was habe ich heute getan, um jemandem zu helfen? Jetzt wird es interessant. Vers 9, hier geht es ums Gebet. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wer von euch will das? Diese sofortigen Antworten von Gott. Wenn du, sagt alle, wenn, wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch der Unterdrückung, das Finger ausstrecken, das sind Verurteilung, Kritik und Klatsch. Gegen unterdrückte oder fromme Menschen. Und falsches, hartes, ungerechtes und böses Reden in jeder Form. In jeder Form. Gott sagt also, okay, ihr könnt erbitten, was ihr wollt. Ihr könnt beten und wenn es euch wirklich ernst damit ist, dieses ganze Zeug loszuwerden, werde ich sagen, hier bin ich, was willst du? Ich denke, die meisten von uns genießen ein gewisses Maß von Gottes Kraft. Mir geht es so. Wir arbeiten auf der ganzen Welt, wir helfen allen möglichen Leuten. Aber ich bin kein Mensch, der damit zufrieden ist, etwas nur irgendwie gut zu machen oder irgendwie Gutes zu tun. Ich glaube, wir sollten alles haben wollen, das Gott uns anbietet. Seid ihr einverstanden? Ich sage nicht, dass eure Worte oder mein Mund total außer Kontrolle sind. Offensichtlich ist das nicht der Fall, sonst würde ich nicht tun, was ich tue. Aber ich bin gleichermaßen davon überzeugt, dass ich mich noch verbessern kann. Und ihr bestimmt auch. Ist hier jemand, der sagt, ja, hier kann ich noch mehr erreichen? Es gibt ein Problem in meinem Leben und ich will Veränderung sehen? In Matthäus 12 heißt es, denn aus dem Herzen, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Wir sehen uns das später genauer an. Was meint ihr, wie oft ich diesen Vers schon gelesen habe? Aber glauben wir ihn auch wirklich? Wenn wir uns selbst etwas Dummes sagen hören, glauben wir denn wirklich, dass es aus unserem Herzen kam?
Nein, wir sagen, oh, ich habe das nicht so gemeint. Doch, das habt ihr. Das habt ihr. Ihr wolltet es nicht sagen. Ihr wolltet nicht, dass jemand weiß, was dort drin ist. Aber es war dort drin, denn sonst wäre es nicht herausgekommen. Ihr könnt es einfach zugeben, denn ich habe wahrscheinlich jedes Buch über den Mund gelesen, das es in diesem Universum zu kaufen gibt. Und ich beiße mich darin fest wie ein Pitbull. Und lasse nicht los. Wisst ihr warum? Weil ich sehr, sehr lange Zeit über die Liebe gelehrt habe. Und das ist immer noch das Wichtigste, was ich den Leuten sagen will. Aber ich glaube, unser Mund spielt bei der Liebe die Hauptrolle. Ich glaube, uns ist gar nicht klar, wie eng die beiden Dinge zusammenhängen. Wir können einerseits viel für Menschen tun und sie aufbauen, doch sie andererseits in Stücke reißen. Mangel an Liebe zeigt sich dann, wenn wir anderen Menschen gegenüber kritisch, verurteilend und starrsinnig sind. Ich habe inzwischen genug gelesen, um zu wissen, dass mein Verstand jedes Mal, wenn ich den Mund aufmache, jedes Wort kontrolliert. Ich glaube nicht, dass wir je wirklich die Verantwortung für unsere Worte übernehmen, bis wir glauben, dass wir unser Herz offenbaren. Und das ist ziemlich schwer, weil wir alle glauben wollen, dass wir furchtbar nett sind. Ups. Ich habe nur Spaß gemacht. Aber die Bibel sagt, wenn man etwas Dummes sagt, soll man es nicht als Spaß hinstellen. Wusstet ihr das? Wisst ihr warum? Gott will, dass wir sagen, weißt du was, Herr? Das war in mir, sonst hätte ich es nicht gesagt. Ich übernehme die Verantwortung dafür. Es tut mir leid. Bitte verändere mich in diesem Bereich. Vor 3 Tagen habe ich mich etwas über jemand sagen hören, wovon ich nicht wusste, dass es in mir war. Deshalb ist es wichtig, sich selbst zuzuhören und wirklich zu glauben, was die Bibel sagt. Denn das Herz ist trügerisch. Wir wollen verzweifelt daran glauben, dass wir ein gutes Herz haben. Weißt du, ich habe ein gutes Herz? Ich tratsche von morgens bis abends, aber ich habe ein gutes Herz. Ich gebe anderen nie etwas, aber ich habe ein gutes Herz. Gott kennt mein Herz. Ich denke, wenn wir mal eine Weile still sind, können wir Gott hören. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Ich habe etwas über einen Mann gesagt. Und dann wurde mir klar, dass ich es gesagt hatte. Weil ich seine Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich nicht respektierte und ihm da nicht vertraute. Das wusste ich selbst nicht. Bis ich mir zuhörte. Ich fordere euch heraus, euch selbst zuzuhören. Das kann am Anfang deprimierend sein. Aber Gott wird euch beistehen. Ich werde für euch beten. Es müssen 2 Dinge geschehen, bevor wir mit unserem Mund Fortschritte machen. Gott muss uns ganz gewaltig dabei helfen, denn kein Mensch kann die Zunge zähmen. Und wir müssen in den Bereichen der Disziplin und Selbstbeherrschung wachsen. Gott hat uns Früchte des Geistes gegeben, Disziplin und Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung heißt, ich kann mich beherrschen. Das bedeutet, wir tun, was wir tun wollen, essen, was wir essen wollen. Was in unseren Mund hineinkommt, darum geht es ein anderes Mal. Heute geht es nur darum, was aus unserem Mund herauskommt. In Sprüche 18, Vers 21 heißt es, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge, und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Das hört sich für mich an, als müssten wir sehr vorsichtig und klug reden.
Durch die Macht, die in unserem Mund liegt, können wir sowohl anderen wie auch uns selbst Tod oder Leben bringen.